Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Swapa Agro unterwegs in unserem Produktionsspezial und wir sind bereits in Folge 78 gelandet. Ich war hier noch beim letzten Mal mit unserer guten Betongeschichte angekommen. Hier oben müsste die nächste Produktion sein, nämlich die ganzen Futtergeschichten. Heißt also, ich müsste hier den... Oh, da sind die Löcher am Boden. Müsste hier den Beton anliefern. So, ob das so funktioniert hier. Ja. Und müsste dann nochmal 40.000 Beton nachholen. Und dann wäre das normale, der lose Beton schon in ausreichender Menge hier angeliefert. Ich hatte ja letztes Mal gezeigt im Fabrik-Skript-Part da über das Farming-Tablet, dass man das da einfach frei, einwandfrei sehen konnte, wie viel man braucht. Und ja, deswegen werde ich den Betonpart jetzt eben erledigen. Werde aber jetzt hier, nachdem wir hier dran vorbei sind, an den Blitzern hier, so, noch einmal an der Seite ranfahren hier. So, dann wollen wir mal gucken, womit wir anfangen, weil wir können den Drescher wieder aktivieren. Da haben wir das gute Stück. Den werden wir jetzt mal eine Runde nehmen. So. Werden das Maisgebiss hier mal eine Runde. Ich glaube, so ist es richtig. Ja, abstellen. Also einen guten Turm 67 in der Special Edition. Wenn ihr euch fragt, wo kriegt ihr die Special Edition her? Die ist in der Karte mit drin. Das heißt, wenn ihr die Karte habt, sind da eine gewisse Anzahl an Mods schon mit dabei. Kann ich euch auch gerne noch mal hier im Shop im kurz zeigen. Ne? Swapa Agro Landtechnik ist das denn. Und da seht ihr, da ist er mit dabei. Genau wie die anderen Erntefahrzeuge hier auch mit dabei sind. Und die Tankwagen, die wir benutzen, sind hier auch mit dabei. Ne? Also das ist schon sehr schön gemacht, muss ich sagen. So, jetzt fahren wir eine Runde raus. Und wir gucken mal, ob das das richtige Gebiss ist, um den Lavendel zu ernten. Ich habe keinen blassen Schimmer. Wenn es das nicht ist, werden wir damit irgendwas anderes ernten. So einfach ist es. Ich weiß aus dem Kopf schon gar nicht mehr, was wir alles angepflanzt haben. Ich weiß nur, dass wir hier genau durchs Tor passen, also auch garantiert keinen anderen Drescher nehmen sollten. Das heißt, wenn wir irgendwann noch einen weiteren Drescher nehmen, dann wird der garantiert der gleiche nochmal sein. So. Wir sind dann bei Feld 7. Dreschen. Soja 9 Meter. Das Gebiss habe ich vor. Für Start oder Ende? Ende. Okay. Dann hoffe ich, dass hier hinten der Start ist. Und ich hoffe, dass ich hier auch richtig bin und dass das mit dem Gebiss hier geht. Also mit dem Schneidwerk. So. Mach natürlich jetzt das. So. Kurs beginnen am ersten Wegpunkt. Stellen wir hier hin. So. Jetzt bin ich gespannt. Und einstellen. Aha. Und? Ja, er fährt, aber er macht nichts, was nicht aufnehmen kann. Entlassen. Gut. Jetzt gucke ich sicherheitshalber nochmal, ob ich auch nichts falsch gemacht habe. Also die 7. 3. So, gut. Da ich die 7 jetzt aber gerne machen möchte und gerne mit der Lavendelernte anfangen möchte, drehe ich das Schneidwerk einmal kurz weg und hole das andere. So viel ist es, so weit weg ist das ja nicht. Habt ihr ja selber gesehen, wir müssen nur hier kurz über unsere kleine Wiese fahren. Und dann ist gut. Und ich hoffe, dass es damit geht, weil sonst wüsste ich... Was man sonst braucht? Kartoffelernte oder so? Keine Ahnung. Wir können ja auch mal ganz kurz gucken, ob das hier irgendwo beisteht. Ich weiß nicht, ob das Lavendel sein soll.
Karotten, Zwiebeln. Bin ich echt gespannt. Also hiermit wollte ich das nicht, habt ihr ja gesehen, ne? Aber das kriegen wir raus. Wir haben auch schon wieder über zwei Eierpaletten da. Das ist immer eine. Oh, und da habe ich auch gleich schon das Schneidwerk verbeult. Au! Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So. Gucken, was alles hier so klappt. Dann natürlich jetzt mal den freudigen Gesellen hier. Legen. Ja, natürlich den hier ausmachen, obwohl ich gar nicht weiß, ist das nicht sogar die gleiche Arbeitsbreite? Bin gar nicht sicher. So, ich guck noch mal Feld 7. Ich weiß nicht, der HS12. Gucke ich noch mal kurz hier im Shop. Wir haben beide 9 Meter. Brauche ich also gar keinen neuen Kurs für machen. Kann ich einfach den Dreschenkurs hier vom Soja übernehmen. Also lade ich den einfach wieder. Diesmal ist das Fahren hier ein kleines bisschen einfacher. Aber stumpf daran liegt, dass das Ganze noch nicht auseinandergefaltet hatte. Jetzt falten wir ein gutes Stück nämlich auseinander. Dann kommen wir auf die guten 9 Meter. So. Jetzt bin ich gespannt, ob er es damit aufnimmt. Wenn nicht, dann weiß ich echt nicht wie. Aber wenn denn einer von euch eine Idee hat, also wenn es jetzt nicht klappt, und dann hoffe ich, dass einer von euch die Idee hat, wie es geht. So, am ersten Wegpunkt und einstellen. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, gut. Da stellen wir uns die Frage, wie ernten wir Lavendel? Mit den Jungs hier ist es nicht. Wenn jemand von euch eine Idee hat, dann könnt ihr mir die lieben gerne kundtun. Ich werde jetzt erstmal gucken, habe ich noch irgendwas anderes? Ne? Also das war natürlich jetzt sehr praktisch. Was natürlich das Einzige ist, was hier eine Chance gehabt haben könnte. Aber ich weiß jetzt echt nicht, wie wir den Lavendel lernen. Also er ist auf jeden Fall als reif gekennzeichnet. Echt kurios. Habe ich da nicht irgendwas übersehen oder so? Wenn ich die Original, diese Kartoffelerntegeschichten sehe, da ist logischerweise nichts dran zu sehen. Rübenernte ist logischerweise Rüben zu sehen. Das hier ist der Part. Das hier sind die normalen Früchte. Was soll denn hier vorne Lavendel darstellen? Und ich fahr mal noch nicht weg. Ich versuche mal eine Aktion hier per Hand. Ob ich das Ding einfach anmachen kann und dann macht er was oder so. Ich habe keine Ahnung. So. Ich habe es jetzt runter gemacht. Habe ich es angemacht. Habe ich es angemacht? Ganz hoch machen, runter machen. Habe mir aber nicht vor, als wenn das anschalten würde. Und also ändert sich auch die Farbe dann, oder? Kurios. So, dann gucke ich jetzt nochmal auf die normalen Schneidwerken hier, ob hier was beisteht. Sieht's, ob das Zeichen Lavendel ist?
Weiß nicht, was das ist. Das muss ja Hopfen oder irgendwas sein, oder? Also kann es das hier theoretisch gesehen ist also tatsächlich nicht sein. Nee, Moment, ich muss wahrscheinlich so stellen. Jetzt ist es angegangen. Aber ihr seht selber, das ist es also auch nicht. Wir machen jetzt aus, das, klappen das zu, klappen das zu und fahren ihn wieder weg. Also das ist eine ziemlich kuriose Geschichte. Theoretisch gesehen bleibt dann nur das andere übrig, weil ich glaube nicht, dass wir das mit einem Rübenernter machen. Könnte ich mir nicht wirklich vorstellen. Wäre schon komisch. Ich werde natürlich gleich nochmal gucken beim Krautschläger, ob das da irgendwo mit bei zu sehen ist, aber doch so schwer zu sagen, was jetzt Lavendel ist und was nicht. Ne? So, ich habe das auf jeden Fall vorne stehen hier. So. Ich meine, wenn es ein Fahrzeug können muss, dann ja eigentlich eins von diesen hier, weil die ja halt im Original dabei sind bei der Karte. Ne? Natürlich jetzt hier den Handbetrieb nie ausprobiert. So, jetzt hat er es genommen. Tasche ausklappen. Ja, der klappt ja gerade, aber mal ruhig. Okay. Ja, so, wir machen es jetzt ganz einfach. Wenn es jetzt hiermit nicht geht, auch nicht per Hand geht, dann müssen wir mal gucken, was es ist. Wenn ihr dann einen Vorschlag habt, was es ist, dann werde ich die Lavendelernte erst nach hinten schieben und erst eine der anderen Ernten dann starten. Und dann gucken wir einfach mal. Wenn ihr dann eine passende Idee dazu habt, dann wäre es natürlich cool, wenn mir das im Kommentarbereich schreiben würdet, wenn jemand von euch das ausprobiert hat, schon Lavendel. Weil bei mir sieht es irgendwie nicht danach aus, als wenn es klappen würde. So, ich mache jetzt das Ding schon mal an. Fahren wir hier vorne dran. Wir sehen, es passiert nichts. Gut, dann machen wir das hier aus. Laden. Feld 6. Löschen. Stehen hier gleich zufällig schon am Start, was natürlich sehr praktisch ist. Und ja, dann würde ich sagen, wir lassen ihn den Spaß immer machen. Dann läuft das wenigstens. Gut, so, dann schalten wir nochmal durch. Jetzt sind wir dann tatsächlich nach 100 von Jahren wieder mal beim LKW. Mensch, eine Sache gucke ich noch im Kurz. In der Preisliste ist hier Lavendel denn eindeutiger zu erkennen? Ja, da, das ist Lavendel. So erkennt man das eindeutig. Drei solche Flappis nebeneinander. Landtechnik. Nö. Aber nicht zu sehen. Auch da nicht, da ist nur Karotten und Rüben zusätzlich. Womit zum Teufel soll ich das denn ernten? Wird das gehäckselt? Muss ich gerade jetzt nochmal auf der Preisliste gucken? Ne, das war das. Lavendel ist also eindeutig zu erkennen, dass es auch Lavendel ist. Und wie ihr seht, das ist hier eindeutig nicht bei. Da eindeutig nicht bei. Da nicht, da nicht. Da ist es dabei. Also sie machen Lavendel tatsächlich mit einem. Oh Gott, das ist natürlich jetzt eine schwierige Angelegenheit. Kann man Lavendel echt nur häckseln? Das ist ja krass. Das ist aber echt krass. Und wisst ihr, warum das echt krass ist?
Weil wir dafür eine neue Maschine brauchen. Kartenspezifisch wäre natürlich ja, hier richtig. Ah, es sind 221.000, dann wären wir auf gut Deutsch pleite. Da ist Lavendel mit dabei. Das ist es also. Okay, den Lavendel-Part haben wir auf jeden Fall schon mal gelöst. Wir wissen, was es ist. Und ich habe tatsächlich beim Sehen nicht darauf geachtet, dass es tatsächlich ein Feldhäcksler ist, den wir dafür brauchen. Das ist natürlich jetzt eine ganz andere Geschichte dann, ne? Da müssen wir echt mal gucken. Da müssen wir echt mal gucken. Häckseln. Okay. Da sollte die Menge eigentlich auch ganz ordentlich sein. So, ja, aber nach der sehr konfusen Variante haben wir es am Schluss doch rausgekriegt, wo es sein ist, was es ist oder womit es geht oder was auch immer. Aber wir sind leider schon am Ende der Folge. So schnell geht es leider auch. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen und natürlich ein Abo wäre super. Geht natürlich immer noch um die üblichen Quoten, die ich erreichen möchte. Und wäre sehr schön, wenn ihr mir dabei helfen würdet. Das sage ich vielen, vielen Dank an all die, die das schon tun. Und vielen Dank natürlich auch an die, die das jetzt gerade frisch getan haben. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal.